Die Telekom hat beschlossen, die Innenstadt von Bad Münstereifel komplett neu mit Glasfaser auszubauen. Und zwar mit Glasfaserkabeln bis in die Häuser. Hier in der Stadt hat die Erft gewütet und die Infrastruktur weitestgehend zerstört. Wie die Telekom dabei vorgehen wird, das will mir Gerd Wolter erläutern. Er ist der Projektleiter für diesen Neuaufbau. Herr Wolter, warum ist die Entscheidung der Telekom gefallen, Bad Münstereifel, also die Innenstadt von Bad Münstereifel, mit Glasfaser auszubauen? Ja, nach dem verheerenden Hochwasser sind viele Infrastrukturen in Bad Münstereifel von uns, aber auch von anderen Versorgungsträgern einfach nicht mehr da. Straßen sind weggeschwemmt worden, Oberflächen, aber auch viele Leitungen. Und es gilt, das komplett neu aufzubauen. Gas, Wasser, Strom, aber auch Telekommunikation. Da bauen wir in der Telekommunikation das Neueste, das Beste mit Bandbreite, eine Glasfaserstruktur bis in die Häuser. Welche Versorgung gab es denn dort bisher? Wir hatten bisher eine teilweise Glasfaserversorgung, FTTC, Fiberglass Curb, also Glasfaser bis zu den grauen Kästen. Und von den grauen Kästen ging es übers Kupfernetz bis in die einzelnen Haushalte. Aber wir wissen im Moment nicht, wie dieses Kupfernetz aussieht, ob es überhaupt noch da ist. Das heißt, wir hatten dort Bandbreiten bis 250 Mbit. Ja. Wie legt man denn jetzt genau fest, in welchem Gebiet also die Glasfaser bis in die Häuser gelegt werden soll? Ja, wir werden uns da mit den anderen Versorgungsträgern abstimmen. Grob ist es im Bereich der Innenstadt, im Bereich der Stadtmauern soll die entsprechende Struktur neu gemacht werden. Wir müssen natürlich jetzt das mit dem alten Netz abgleichen und die Netzausläufer in jedem Einzelfall betrachten, die auch teilweise außerhalb dieses Bereichs sind. Wenn wir die Kupfertechnik in diesem jeweiligen Verteilernetz aufgeben, dann müssen wir natürlich auch die außenliegenden Häuseranschlüsse in Glasfaser bauen. Das ist ein Ferntuning, was gemacht werden muss. Sie sprachen auch schon andere Unternehmen an, die da mit ins Boot geholt werden müssen. Wer sind bei einem solchen Projekt, also dem Neuaufbau eines Netzes in der Stadt, alles Ihre Ansprechpartner? In erster Linie ist es natürlich die Stadt Bad Münstereifel, die Bürgermeisterin, der Leiter der Stadtwerke, aber auch andere Versorgungsträger wie Westnetz oder die Wasserversorgung, die hier von den Stadtwerken betrieben werden, die Gasversorgung von der E-Regio. Frau Bürgermeisterin, die Stadt ist der wichtigste Partner der Telekom beim Neuaufbau des Netzes. Mich interessiert, wie gehen Sie denn selber als Stadt an eine so gewaltige Aufgabe heran? Ja, wir haben ja Infrastrukturschäden, die in die Millionenhöhen gehen. Wichtig ist natürlich, dass man sofort beginnt, die Kommunikation wieder aufzubauen. Und da ist die Telekom ja ein guter Partner für uns. Wir sitzen jetzt zurzeit mit allen Energieversorgern oder auch mit den Telekommunikationsunternehmen zusammen und gucken, dass wir strukturiert die Wege, die fehlen, die Leitungen, die weg sind, gemeinsam wieder aufbauen, bevor Straßen verschlossen werden, bevor wieder Beläge aufgebracht werden, dass wir Hand in Hand arbeiten und jetzt nutzen, im Grunde alles zu verlegen, was notwendig ist. Und das passiert in einer engen Absprache, da treffen wir uns auch regelmäßig. Wir haben feste Ansprechpartner, auch seitens der Telekom, die uns zur Seite stehen, die wir in allen Belangen ansprechen können, sodass wir sehr strukturiert und dadurch hoffe ich auch sehr schnell die Dinge wieder für die Bevölkerung so weit aufgebaut haben, dass die Kommunikationswege wieder nutzbar sind. Wie sind denn jetzt konkret die nächsten Schritte? Wir werden zuerst jetzt eine Strukturplanung durchführen. Nachdem unsere Strukturplanung steht, müssen wir die Planungen mit den Planungen der anderen Versorgungsträger abgleichen, damit wir zu einer gemeinsamen Trassenführung kommen. Trauen Sie sich eine Schätzung zu, wann die Bürger innerhalb der Stadtmauer Glasfaser in ihren Häusern haben? Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Das hängt alles vom Fortschritt der Bauarbeiten ab. Wir wollen auf jeden Fall Zug um Zug, sobald die Infrastruktur steht, diese auch in Betrieb nehmen. Sie haben sehr viel Erfahrung in diesem Ausbaujob. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen? Die größten Herausforderungen werden die Koordinierungen sein. Und da müssen wir auf bewährte Partner zurückgreifen. Und das können wir in diesem Fall Bad Münstereifel tun.
Der Wiederaufbau bzw. der Neuaufbau des Glasfasernetzes mit Glasfaser bis in die Häuser hat hier in Bad Münstereifel für die Kollegen natürlich höchste Priorität. Sie tauschen sich unter anderem deshalb täglich über alle Stände aus. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass bei den weiteren Arbeiten hier nichts dazwischen kommt.